Schaut euch den Fisch einmal an, weiterer Fisch jetzt von der Bootsangelei. Unglaublich. Solche Fische könnt ihr fangen, wenn ihr beim Bootsangel alles richtig macht. Ein Kollege ist heute in der Früh gekommen, mir wieder vom Boot aus gefischt. Und wir haben deswegen vom Boot aus gefischt, weil wir stark fallendes Wasser haben und wir diese Stelle jetzt ganz gezielt vom Boot aus von einem anderen Winkel beangeln können. Es war noch ein Biss in der Nacht, aber der hat gepasst. Und der Kollege, der darf jetzt wieder schwimmen. Schaut euch den massiven Fisch an, wie hoch das der ist. Unglaublich. Wahnsinn. Ich hab die größte Freude. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Mein Name ist Johann Troppacher. Wir befinden uns in der Walerwelt 2.0 und in dem Video geht es um Teil 2 des Angeln vom Boot, wo ich euch für Einsteiger, speziell jetzt spezifisch für Einsteiger, einfach Tipps und Tricks einfach mitgeben möchte, warum ich eigentlich nur mehr von meinem Wexboard angeln. Kommt zu mir mit. Wie ich euch im ersten Video schon versprochen habe, eben bei den Tipps, um was das beim Boot geht, eben Tipps, Tricks für Eigenboot oder auch für Mietboote. Wie versprochen, das Wasser ist langsam gekommen. Wir haben einen guten Anstieg von 1,5 Meter jetzt gekriegt. Seit langem haben wir, besser gesagt, seit fast mehr als wie 2 Jahren haben wir keinen Wasseranstieg gehabt. Und deswegen bin ich richtig, richtig on fire. Wir haben jetzt knapp 5 Uhr. Es ist immer noch leicht bewölkt. Es fällt Regen. Der hat jetzt aber aufgehört und wir werden jetzt das Boot klar machen und werden uns in die Richtung begeben und schauen, dass wir heute einen Fisch überlisten. Und da seid ihr natürlich live dabei und Action. Wir sind jetzt am Spot angekommen. Wir fischen heute, wir sind heute mit 2 Max-Booten unterwegs, also Luxus pur. Und heute ist genau diese Situation schon eingetroffen, was ich im ersten Video auch beschrieben habe. Wasser kommt, Wasser ist auch gekommen. Und Bootsangeln 2.0 ist genau jetzt im Mittellauf, genauso wie bei mir im Oberlauf von der 2.0, einfach jetzt wichtig und einfacher zum Beangeln. Man hat, ich schaue zwar ein bisschen aus, von oben bis unten wie ein Dreckspatz zwecks dem Schlamm, weil ich habe mir da oben heute die Gegend angeschaut und es reicht auch ein Gang, dass man komplett das ganze Boot wieder einschlammt. Und das ist natürlich jetzt ein riesengroßer Vorteil, wenn man so ein Max-Boot hat, dass man das Boot nicht verlassen muss. Man kann Spots fischen. Ich blende ich das jetzt gleich einmal ein. Die Ufer sind jetzt langsam überschwemmt. Es gibt keine Sandbänke mehr. Und somit wird es natürlich jetzt ein bisschen schwierig von der Platzwahl. Ich stehe nicht drauf, wenn man sich da natürlich jetzt da reinschlägt, reinkämpft, wenn man da Löcher und sich Plätze baut und die ganze Natur da eigentlich zerstört. Weil eigentlich ist dieser ganze Po vom Oberlauf bis zum Mittellauf bis ins Seltere und eigentlich Naturschutzgebiet. Und somit tut man ja eigentlich was Gutes noch auch noch mit den Exporten der Natur, dass man nicht jedes Mal alles rodet und alles kaputt macht, sondern in der Natur seinen Lauf lässt und einfach wirklich dieses Dschungelfeeling da im Hintergrund auch beibehalten kann. Der zweite Grund ist das, warum ich sehr gerne mittlerweile natürlich jetzt nicht von der Spotwahl und auch von der Einfachheit her das Bootsangeln mittlerweile bevorzuge, ist das, wenn das Wasser steigt, will alles in deine Liege. Und das ist nicht nur die Ameisen und nicht nur die Spinnen und nicht nur die Schnecken, sondern es kommt alles von oben runter. Also alles, was da drinnen in diesem ganzen Gebüsch lebt, will zu dir in die warme Liege. Und ich habe das doch jetzt lange praktiziert, aber ich bin leider schon ein bisschen in die Jahre gekommen, was das betrifft, und genieße das Bootsangeln auf meinem Max-Boot, dass man wirklich in beide Richtungen, wenn man das Boot da so reinstellt, man setzt da einen Anker gegen den Wind, haben da innen ein bisschen einen größeren Bankstick reingedreht, sodass die Boote nicht zum Schlackern anfangen, haben vorne das Boot fixiert, sodass man immer wieder auch jetzt den Wecker stellen muss und schauen muss, dass man das Boot immer wieder nach reinschubst, weil ihr wollt so ein Max-Boot nicht ausgraben. Und es ist auch nicht unbedingt angenehm, wenn du entweder so oder so stehst und dein Bootsnachbar vielleicht auf dir drauf liegt, weil das Boot schon so hängt. Also Manuel hinter der Kamera weiß Bescheid, er hat das schon gehabt. Und Markus unten. Es sind noch kleine Tipps, was ich jetzt da
vom Angel aus vom Boot euch einfach auch mitgeben möchte. Ich habe da überall links, rechts und auch hinten, wie gesagt, hinten 6 Rutenhalter montiert, hier sind 4. Somit kann der Max im Hintergrund seine 3 Ruten nach unten fischen und ich hier heroben mit dem Manuel meine 4 Ruten nach oben. Wie gesagt, wir haben das extra jetzt so gemacht, das sind zwar 7 Ruten, das mache ich zwar nicht gerne, dass ich so viel Druck auf einen Platz mache, jedoch haben wir hier jetzt die Möglichkeiten, dass wir das wirklich weit gefächert auslegen können und zusätzlich auch wirklich anfangen, die Ruten jetzt auch beim fallenden Wasser auf 1,5 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 5 Meter setzen. Also wirklich schön in die Kante rein, weil natürlich der ganze Köderfisch jetzt beim fallenden Wasser die Grasnarben verlassen und den Malern eigentlich direkt ins Maul schwimmen, weil der wartet jetzt in einen strömungsarmen Bereich auf seine Nahrung. Und dass das auch schon wieder gut funktioniert hat, das kann ich ja ganz kurz jetzt einblenden. So, einmal Endstation, Endgegner, gell? Schaut euch das einmal an, die Fische sind jetzt richtig in der Neichzeit schon. Das dürfte eine Hakenverletzung sein, wo nachher das Wasser drauf trifft, aber da seht ihr schon mal, das sind ganz frische Laichspuren. Richtig anbissen, der Junge. Fisch hat nicht ganz 2,30. Meine Herren, Petri Heil. Ein bisschen in der Nacht, so soll es sein. Das gefreut mich. So wie ihr jetzt gerade seht, ist jetzt der Fluss eigentlich bis heute da heroben gestiegen. Jetzt fällt er wieder. Ihr seht im Vordergrund diese Grasnarbe und ihr seht teilweise nachher auch immer, setzt du den und jetzt sogar noch die kleinen Weißfische am Rauben und am Fressen. Und ein wichtiger Tipp ist, wenn ihr vor allem bei Gewitter irgendwo herfahrt, beobachtet nicht nur die Uferlängen, sondern schaut auch, ob bei euch da oben irgendwelche morschen Bäume sind. Der Kollege ist zwar relativ alt und ist noch gut im Saft, aber wenn natürlich der Specht drinnen ist und der Wurm, dann würde ich mich nicht darunter stellen, weil wir haben schon das ein oder andere Unglück gehabt. Nicht nur bei mir im Camp, sondern am ganzen Po auch etc. weiter gibt es viele Stories. Nur ein kleiner Tipp, schaut euch vorher die Umgebung an. Wenn jetzt natürlich da jetzt dieses ganze Lehmufer, setzt es richtig, das ist auch der Grund, warum sich der Po einfärbt. Es dauert immer mindestens 2 bis 3 Meter Wasseranstieg, weil als erst werden die Sandbänke überflutet und danach die Lehmufer. Und die Lehmufer färben nachher dieses braune Wasser nachher. Das wird nachher dieses typische Fresswasser, was ihr sicher vom einen oder anderen Fremdvideo schon mal gehört habt. Mir ist es immer noch ganz wichtig, so tote Bäume wie das jetzt da, dass man sich natürlich vorher, deswegen nehmen sich auch viele Leute natürlich einen Guide, vorher bei jedem Wasserstand schon weiß, wie die der Untergrund ausschaut. Ich habe vor Wochen da schon mal geangelt. Ich weiß, dass jetzt einmal mindestens, wenn der Fluss jetzt noch 2 Meter fällt, dass einmal bis 2 Meter da raus das ganze Gras, die ganzen Buschen hier, das alles da draußen steht. Also wenn du da mal ablegst auf Stein, weil wir haben die Möglichkeit jetzt nicht nur auf Oberfläche, sogar auf Stein zu angeln, weil wir nicht so viel Kraut und auch nicht so viel Holz haben. Legst du da den Stein rein, Köderfisch. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn du den Köderfisch da jetzt reinschmeißt, dann weißt du, was passiert. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, sich vorher schon, bevor der Fluss steigt, oder wenn du weißt, dass der Fluss weiter steigen wird, einfach informieren, spotten, schauen, sich einen halben Tag Zeit nehmen, wo könnte ich mich demnächst anbinden, hinsetzen mit dem Boot und was wird als nächstes überfluten und was kann ich als nächstes anangeln. Genauso auch Plan B, wenn Fluss wieder fällt. Natürlich treibt es das ein oder andere Mist und Dreck her. Wir nehmen natürlich die ganzen Sachen da mit, wenn wir so einen Schmorn finden, so wie auch da. Und schauen, dass die Natur so schön bleibt, wie sie ist. Und da bin ich dahinter. Eine der wichtigsten Sachen natürlich ist immer auch beim Bootsangeln das Beiboot. Wie gesagt, Safety first. Und es gibt viele, viele Tools und jeder Angler verwendet natürlich gewisse andere Tools zum Auslegen vom Boot. Wie gesagt, ich bin da jetzt auf einer Stelle, wir haben ein bisschen Hochwasser gehabt. Das Hochwasser ist jetzt zurückgegangen und für mich ist ganz wichtig jetzt, dass ich trotz an der Stelle noch Oberfläche präsentieren kann, aber auch statt der Übergang langsam wieder auf die Steine ist, also auf Steine ablegen oder auf Steinmontagen besser gesagt. Und es ist jetzt da gar nicht möglich, dass ich die Stelle da ohne Beiboot eigentlich beangeln könnte. Spinnen wollen auch immer bei mir ins Boot. Einer der wichtigsten Tools, was ich immer mit habe, sind natürlich unsere sogenannten Bangsticks, die
Stormpools oder wie man dazu sagt, die kann man wirklich ausfahren auf 2 Meter. Oder ich behelfe mich einfach immer wieder von Stöckerler oder Ästen. Ganz fein finde ich auch unsere Uniclips, die sind schnell in der Reißleine eben eingeklippt. Da brauche ich nicht viel um und umknüpfen, das bereite ich vorher vor, knüpfe ich einfach ein, ob jetzt da als Umlenker oder auch an der Oberfläche. Ganz wichtig ist es das natürlich, dass man sich mit seinem Beiboot da vertraut macht, weil ja, ich habe euch da mal was vorbereitet. Sind wir natürlich besser. Bei mir gibt es das Gott sei Dank jetzt nicht am Oberlauf, aber im Mittellauf unten ist das halt so was der Klassiker. Das ist ein kaputtes Getriebe, das blende ich jetzt mal ein, wo ein Gast ja, auf Steinarme angefahren ist. Wie gesagt, nur kurz der Propeller blockiert. Propeller hat nichts, aber dafür ist das Getriebe nachher durchgegangen. Und je länger das Getriebe natürlich durchgeht, umso mehr reibt es sich ab. Ja. Wäre natürlich jetzt noch der Klassiker, wenn wir gleich einen Pisto kriegen. Weil Kollege ist ziemlich nervös. Hinten sind gerade die Karpfen wieder am Laichen, da haben wir keinen Rauschnetz da direkt auf 2 Meter reingespannt. Schauen wir mal, ob da was passiert jetzt. Das wäre natürlich cool. Wie gesagt, ist leider so, ist mir oft schon passiert, ist vielen anderen Gästen auch schon passiert. Jeder, der was am Po, im Mittellauf angelt, weiß, die Steine sind einfach Schraubenkiller oder Getriebekiller. Immerhin noch besser, das passiert damit so an, als wie mit dem Hauptboot, weil beim Hauptboot wird es nachher richtig teuer. Aber wie gesagt, Beiboot ist einfach wichtig. Wie in diversen anderen Videos ja schon von mir, haltet einfach sauber euch ein Beiboot, bereitet euch alles vor und ganz wichtig auch fürs Beiboot beim Bootsangeln, montiert euch nicht immer die Batteln runter und haut euch die Batteln weg. Weil wenn einmal ein Motor irgendein Problemchen hat oder haben kann, vor allem Vermietungsmotoren, ist es toll, wenn man nicht einmal ein Paddel hat und man nicht einmal mehr an Land kommt. Also lasst euch eure Batteln drauf oder tut es euch ins Boot reinlegen. Und wie ich immer schon sage, eine coole neue, eigentlich gar nicht neu, eigentlich über 100 Jahre alt, habe ich da mal so eine Oszillation, das ist da für meinen Beibootmotor, das tust du hinten jetzt direkt oben am Propeller montieren. Der Propeller saugt an, da ist es etwas kleiner, vorne ist es etwas größer und durch diesen Zug saugt es mir außen Beiboot immer gleich das ganze Wasser, das Spritzwasser, das Regenwasser raus. Somit brauche ich nicht mehr mit einem Schwamm immer wieder oder mit einem Kübel schaufeln, sondern jedes Mal beim Ruten kontrollieren, Ruten ausbringen oder beim Ruten holen. Auch Testing, meine Arbeit, dass ich nicht jedes Mal schaufeln und putzen muss. So, ohne Worte. 2,30 Meter. Und die Schöne ist, die Fische sind fertig mit der Laichzeit. Er ist komplett leer. Hat schon einiges mitgemacht, der Kollege. Absolut geiler Fisch. Wie ich immer sage, Laichzeit ist eine der Beißzeit, geilsten Zeiten zum Fischen. Laichzeit ist Beißzeit, ist so. Jetzt machen wir ein paar Bütel, schaut sich die Bomben einmal an. Geil. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Tipp natürlich für euch dabei war zum Einsteigen für Bootsangeln. Teil 2. Wenn ihr natürlich jetzt Fragen habt, würde ich mich natürlich über Kommentare, weitere Fragen und das auch freuen, weil die kann ich euch nachher auch beantworten. Ihr könnt mir natürlich auch auf The Hans Video Production und Hunting auf meinen eigenen YouTube-Kanal auch schreiben oder folgen, wie auch immer, würde ich mich auch freuen. Und wenn ihr Themen habt, was ich weiter für euch produzieren kann und darf, in puncto Wallerangeln, schreibt mir das einfach, weil dann kann ich mich dessen auch annehmen. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen, liebe Grüße vom Oberlauf von der Wallerwelt 2.0 und bis zum nächsten Video. Euer Jan Trabacher, grüß euch.